Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Klopfen Sie sich frei ist das Thema von Rainer Franke vom MET, ist die Technik. Genau. Es ist eine Klopftechnik, die quasi basiert auf neurolinguistischen NLP-Techniken und auf anderen Techniken, die quasi bestimmte Dinge, die wir in uns programmiert haben, entprogrammieren oder umprogrammieren können. Oder wie würde man MET bezeichnen oder beschreiben? Also erstmal von der Abkürzung, MET heißt Meridian-Energietechniken, und das sagt dann auch schon sehr viel darüber aus, denn wir arbeiten hier mit Meridianen. Und es geht darum, dass man jetzt nicht was entprogrammiert, sondern dass man bestimmte Blockaden, die in den Meridianen vorhanden sind, mit dieser Technik auflösen kann. So, das hat den Effekt, dass man eben sämtliche Ängste, negative Gefühle, Sorgen, Kummer, Trauer, Schuldgefühle, all diese negativen Gefühle kann man eben mittels dieser Klopftechnik auflösen, 100%. Das steht praktisch dahinter. Ja. Also es hat mit NLP insofern überhaupt nichts zu tun, sondern es ist wirklich ein rein energetisches Verfahren, wo wirklich wir mit den Meridianen arbeiten, mit bestimmten Akupunkturpunkten, die dann eben mit den Fingerspitzen beklopft werden. Das zeigen wir gleich auch mal. Du hast da mehrere Bücher auch geschrieben. Genau. Zum Beispiel Sorgenfrei in Minuten. Das ist ja ein Versprechen. Das klingt hochgegriffen. Wir alle leben ja in einer Welt mit vielfältigen Sorgen und richtigen Ängsten. Also wir werden ständig konfrontiert mit Ebola oder so. Und viele Menschen, die sich nicht damit befassen, haben dann Angst und denken, oh, ich könnte krank werden oder ich könnte arbeitslos werden, ich könnte dies und das. Also wir, und dann Krieg überall, es könnte alles Mögliche passieren. Sorgen ohne Ende. Genau. Und das kriegt man in Minuten weg. Ja, es ist wirklich so, dass ich komme ja nun sagen wir mal aus dem Therapiesektor. Ich bin seit 30 Jahren als Psychotherapeut tätig, also ich bin Diplompsychologe. Und die Praxis bei mir sieht ja wirklich so aus, dass ich sag mal, der eine Teil meiner Klienten, Patienten unter Ängsten leidet, seit Jahren teilweise. Ja. Und der andere Teil leidet unter den Folgen von Traumatisierung. Also das bedeutet, dass ich es in der Praxis, und das ist weltweit so, nur mit diesen beiden Bereichen zu tun habe. Ängste und Folgen von Traumatisierung. Ja. Und ich komme ja sozusagen oder kam von der klassischen Seite und habe versucht, diese ganzen Ängste meiner Patienten, versucht mit den klassischen Methoden aufzulösen. Also das ist Psychoanalyse, das ist Verhaltenstherapie, das ist Gesprächstherapie, das sind Hypnose und so weiter. Diese Verfahren habe ich alle angewandt, teilweise im Mix, aber leider nur mit mäßigem Erfolg. Mhm. Bedeutet, nicht nur wie bei mir, sondern auch generell bei meinen Kollegen ist es so, dass die natürlich manchmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 Jahre brauchen für ihre Therapien, um ihren Patienten wirklich zu helfen, im Sinne von diese Ängste und diese Traumatisierung aufzulösen. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, das, was in den letzten 100 Jahren dort bisher angeboten wird an Therapien, ist leider erbärmlich. Das ist wirklich, das versagt im Wesentlichen. Mhm. Und ich habe immer geguckt, weltweit gibt es nicht Verfahren, die einfach effektiver sind, schneller sind, damit meine Patienten ihre Angst wirklich schnell auch verlieren. Ja. Und ich habe, wie gesagt, nichts gefunden. Und irgendwann bin ich eben auf diese energetischen Verfahren gestoßen, die ja ursprünglich aus den USA kommen, und habe festgestellt, auch am eigenen Leibe, weil ich selber auch damals noch unter Ängsten gelitten habe, dass meine Ängste tatsächlich in Minuten durch dieses Klopfen aufgelöst waren. Wirklich eine Angst, die ich seit 40, 45 Jahren hatte, wurde im Rahmen dieser Fortbildung, die ich gemacht habe, wurde wirklich in Minuten aufgelöst und ist seitdem nie wiedergekommen. Und das hat meine Arbeit als Therapeut derart revolutioniert, dass ich natürlich angefangen habe, da wo ich vorher mit den Leuten geredet habe, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, Konfrontationstherapien und so weiter, so noch gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, meine bisherige Tätigkeit völlig zu verändern. Und habe eben, ich komme ursprünglich aus der Gestalttherapie-Ecke, habe angefangen eben diese Klopftechniken genau da einzusetzen dann, wo der Klient plötzlich ein negatives Gefühl hatte, wie zum Beispiel eine Angst. Und siehe da, nachdem der geklopft hatte, war in der Tat in Minuten, war diese Angst aufgelöst. Und jetzt kommt das Besondere. Sie ist nicht wiedergekommen. Mhm. Ich meine, es wäre ja so mal sinnlos, eine Technik zu haben, wo ich jeden Tag immer wieder dasselbe klopfen muss oder immer wieder die Angst wieder neu auflösen muss, wird mich nicht interessieren. Ich brauche eine Technik, ein Verfahren, wo die Angst wirklich auch sofort weg ist.
Und das ist eben bei diesen Verfahren gegeben. Eine einmalig beklopfte Angst oder ein negatives Gefühl, da kommen wir nochmal sicherlich gleich drauf, ist dann auch wirklich dauerhaft aufgelöst. Das ist eben das Tolle. Wie kann man sich das denn erklären? Du sagst Meridiane, also sind... Ist das eine Art Programmierung, die wir über die Meridiane auch dann bekommen, durch das Klopfen, indem wir sie stimulieren? Oder gibt es eine Erklärung dafür, wie das funktioniert? Ja, es gibt ein theoretisches Modell dazu, was ich ganz plausibel finde, möchte ich kurz mal darstellen. Also zunächst erstmal, um das für den Zuschauer auch klar zu machen, wir beklopfen ja mit den Fingerspitzen bestimmte Akupunkturpunkte. Ja. Also zum Beispiel hier und da und da und da. Und das sind ja bekannte Akupunkturpunkte, die normalerweise mit Nadeln ja sozusagen behandelt werden in der normalen klassischen Akupunktur. Ja. Was viele jetzt nicht wissen, ist, dass die Akupunktur ja 6.000, 7.000 Jahre alt ist und die Ursprungsakupunktur wurde so betrieben, dass man die Punkte massiert hat oder beklopft hat. Damals hatte man ja noch keine Namen. Ist das Akupressur das? Damals war das Akupressur, genau. Ja. Shiatsu Akupressur. Damals hat man eben die massiert, Akupressur, exakt. Ja. Oder eben, und das ist das, was mir ein chinesischer Meister erzählt hat, die wurden beklopft. Ja. Das scheint offensichtlich noch in bestimmten Gegenden so zu sein, dass diese Meridianpunkte, Akupunkturpunkte beklopft werden. Und genau das machen wir eben hier auch. Also ein ganz uraltes Verfahren, was dazu dient eben, und jetzt kommt der theoretische Ansatz, den du eben gefragt hast. Man geht jetzt davon aus, wie jetzt in den ganzen asiatischen Heilslehren, also Akupunktur, Shiatsu, Tai Chi und so weiter, geht man davon aus, dass in diesen Meridianen, in diesen Energiekanälen, die sich durch unseren Körper ziehen, fließt praktisch feinstoffliche Energie. Man sagt auch Chi oder Qi oder Odem, sagt der Chris oder was auch immer. Ja. Diese Lebensenergie, die fließt jetzt in diesen Meridian frei. Man kann das inzwischen auch nachweisen, diese Meridiane. Franzosen ist das gelungen, die nachzuweisen. Japanern, also das ist inzwischen nachgewiesen oder auch Pop und Schlebusch haben das nachgewiesen durch bestimmte Infrarotanalytik, kann man diesen Qi-Fluss nachweisen. Und jetzt ist die Vermutung folgende. Wenn es zu Blockaden in diesem Energiefluss kommt, das Qi sozusagen nicht mehr fließen kann und zu Blockierung kommt, ich sage gleich noch wodurch, dann produziert das bestimmte Symptome, wie zum Beispiel Angst. Ja. Oder ja, wir bleiben mal bei der Thematik Angst. Das heißt, die eigentliche Ursache, und das ist das Revolutionäre jetzt, in der Theorie der energetischen Psychologie ist das, dass sie sagt, die Angst wird hervorgerufen durch eine energetische Blockade irgendwo im Energiesystem. Also, und jetzt kommt das völlig andere im Ansatz. Die klassische Psychologie sagt, okay, wir müssen jetzt sozusagen über die Angst reden, wir müssen da irgendwie drüber diskutieren, analysieren und so weiter. Bringt nichts, habe ich 25 Jahre gemacht. Ja. Nein, wir müssen die energetische Blockade auflösen, die verantwortlich ist für die Symptomatik. Und das geschieht durch das Klopfen. Das heißt, ich repariere sozusagen diesen blockierten Energiefluss, indem ich die Punkte beklopfe. Du machst sozusagen etwas gängig, was blockiert ist. Wenn du jetzt vorstellen. Ein Rohr hast, ein Wasserrohr, und das hakt und du klopfst da mal drauf. Korrekt. Das heißt, du nimmst praktisch einen Anfangspunkt eines Meridians, zum Beispiel hier Blasenmeridian oder Gallenblasenmeridian, und durch das Klopfen wird dieser Energiefluss repariert. Das kann derjenige richtig spüren, wenn er es macht. Und die Angst löst sich dann tatsächlich in Minuten auf. Er sagt dann, was ist meine Flugangst oder meine Angst vorm Zahnarzt oder was auch immer. Und sofort ist der Energiefluss wieder hergestellt und mit dem Effekt, er spürt keine Angst mehr. Das ist für die Patienten teilweise richtig shocking, weil die natürlich jahrelang manchmal mit Ängsten rumlaufen. Und gewohnt sind. Gewohnt einfach. Sind, damit zu leben. Und mit einmal kommt da einer, klopft mal ein paar Punkte. Ja. Oder sie machen es sogar selber. Also meine Patienten, denen bringe ich das ja sofort bei, dass sie selber klopfen können. Und das hat sofort den Effekt, dass die Blockade gelöst ist. Und die Angst, die Symptomatik ist sofort weg. Man hat es inzwischen sogar wissenschaftlich nachweisen können. Es gibt inzwischen MRTs, also diese Magnetresonanztherapie. Magnetfeld, das Gehirn wird praktisch fotografiert. Fotografien, und da kann man nachweisen, dass Leute mit zum Beispiel einer generalisierten Angststörung, dass sich bestimmte Gehirnareale zeigen sich als rot. Und je mehr man jetzt klopft, wird das immer mehr zu Gehirnarealen, die wieder funktionieren, also zu blau.
Und da kann man nachweisen, dass das Klopfen wirklich massiven Einfluss eben auf neuronale Strukturen hat und eben hier tatsächlich auch was bewirkt. Wir selber haben es gemacht, wir haben bei Traumapatienten, die wir behandelt haben, haben wir EEG-Messungen gemacht und haben festgestellt, massive Veränderungen im EEG durch das Beklopfen. Also es ist nicht mal eben so ein Hokuspokus, sondern hier passiert wirklich massiv was im Energiesystem unseres Körpers. Ein schönes Beispiel wäre jetzt Angst vorm Zahnarzt und du hast ein Video mitgebracht, wo man einfach mal jetzt mal sieht, wie das funktioniert und dass es wirklich innerhalb kurzer Zeit wirkt. Oh ja. Ich denke, da schauen wir einfach mal rein, damit wir sehen, wie es funktioniert. Wie es funktioniert, genau. Absolut schön. Es geht um eine Patientin, die ich in Frankfurt in einer Zahnarztpraxis getroffen habe. Die hatte eine massive Zahnarztphobie, die zitterte am ganzen Leib. War schon ewig nicht mehr beim Zahnarzt und wir waren dann live in der Praxis. Okay, so, pass auf. Jetzt fange ich mal an. Ja? Wenn Sie nicht mehr stehen können, sagen Sie Bescheid, dann setzen Sie sich hin. Und ich habe sie dann, weil sie anfing zu kollabieren, Schweißausbrüche, zittern am ganzen Leibe, die Zähne klapperten, habe ich sofort vor dem Zahnarztraum mit ihr geklopft. Und nach ein paar Minuten schon ging die Angst runter und sie konnte dann Stück für Stück in den Zahnarztraum reingehen und konnte sich auf den Stuhl setzen, konnte dann auch eine Spritze kriegen. Ich habe dann vorher mit der Spritze mit ihr noch geklopft, dass sie die Angst vor der Spritze verliert. Konnte dann eine Spritze kriegen und konnte dann nach einer Viertelstunde konnte sie vom Zahnarzt behandelt werden, hat ihn da vorne am Schneidezahn Karies behandelt. Und sie hat zwischendrin auch selber noch geklopft. Und nach einer Viertelstunde Kariesbehandlung war das Ding durch und sie war ganz ruhig und entspannt. Thema durch. Und schauen, wie weit es geht, was jetzt ist, eine Aufregung ist. Also sich einfach dem Stuhl vielleicht nähern. Meine Angst vor Schmerzen. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie der Zahnarzt, wie ich da saß und wieder zu mir gesagt hat, ich soll mich nicht so anstellen. Okay, das Bild bitte mal angucken. Das Bild bitte mal angucken. Was kommt da für ein Gefühl hoch, wenn Sie das Bild sehen? Wut. Gut, perfekt. Meine Wut, wenn ich dieses Bild sehe. Meine Wut, wenn auf den Zahnarzt oder auf den Zahnarzt? Auf die ganze Situation. Okay, meine Wut auf diese ganze Situation. Meine Wut auf diese ganze Situation. Sehr gut. Meine Wut auf die ganze Situation. Meine Wut auf diese ganze Situation. Sehr gut. Meine Wut auf diese ganze Situation. So genau. Okay. Wie ist das? Nicht schön ist es nicht. Nein, wir sind hier nicht im Kino, das stimmt. Was ist noch an unangenehm? Darauf achten, was ist noch unangenehm? Die Geräte. Die Pieksgeräte. Genau, da ist eine Spritze, genau. Ich habe keine Todesangst. Die war aber da, die Todesangst. Ja, jetzt nicht. Es ist leichte Angst, aber leichte Angst. Ich hab's dann genannt. Dann nochmal bitte die Punkte klopfen. Genau. Und meine leichte Angst. Meine leichte Angst. Im Spiegel. Diese Ohnmacht und dieses Ausgeliefertsein von dem anderen Zahnarzt. Gut. Gucken Sie jetzt nochmal zu Dr. Arp. Wie ist es jetzt mit ihm? Es geht. Da ist noch irgendwas? Geht. Es muss so ein bisschen Unwohlsein immer Unwohlsein. Noch. Ja. Inwiefern ihm gegenüber? Was ist da? Einfach erst ein Zahnarzt. Also weil er ein Zahnarzt ist. Ja. Klasse. Ganz locker bleiben. Ganz locker. Bitte. Ich bin froh und glücklich. Ich habe einen Zahn gemacht. Wow. Dankeschön. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ja, erleichtert. Also es ist hinter mir. Ich fühle mich irgendwie entspannt. Mein Zahn ist gemacht. Ich bin überglücklich. Und ich hoffe und ich glaube, dass ich zum Zahnarzt gehen kann. Ich weiß es jetzt, dass ich es kann. Das ist schön.
Also das zeigt ja jetzt, dass es war ja eine extreme Angst. Also Angst vom Zahnarzt kennen wir alle so ein bisschen, aber das war ja ganz extrem. Ja, also hier muss man sagen, das ist wirklich jemand, der massive Panik vom Arzt hatte und die wäre auch nie freiwillig zum Zahnarzt gegangen. Das hat sie nur gemacht, weil sie wusste, ich arbeite mit ihr direkt live vor Ort mit dem Zahnarzt dort. Und die gibt es natürlich auch millionenweise, solche Leute, die Angst vom Zahnarzt haben. Ja. Und revolutionär ist es einfach, dass das wirklich teilweise in Minuten, hier die ganze Behandlung hat vielleicht 20 Minuten gedauert, ist die Sache durch. Und das finde ich einfach sensationell. Und das kommt auch nicht wieder. Es ist nicht so, dass die Patienten nach einer Woche wieder Angst haben, sondern ist die Blockade sozusagen einmal gelöst, ist sie gelöst und die Angst ist aufgelöst. Das ist eben das Sensationelle. Okay, jetzt wir wollen ja einmal was für die Zuschauer, was sie auch anwenden können, wenn sie jetzt nicht so, du hast Bücher geschrieben, wir können sagen, kauf die Bücher, wir können sagen, komm zu dir zu einer Ausbildung oder du bietest Webinare an und es gibt eine App, das werden wir schon ansprechen. Ja. Aber kannst du für den Zuschauer zeigen jetzt, was man grundlegend machen kann, wann und eigentlich mit jedem Thema, ja, gerne, wie die Technik funktioniert? Also vorweg nochmal. Wir haben jetzt zwar gesehen, dass es hier um Ängste geht, aber das Tolle an dieser Klopftechnik oder Klopftherapie, inzwischen haben wir daraus eine Klopftherapie gemacht, ist, dass ich erstmal alle negativen Gefühle auflösen kann. Also das bedeutet eben Ängste, Trauer, Wut, Ärger, Hass, Schuldgefühle, Resignation, Scham, also alle Gefühle, die uns im Alltag im Endeffekt belasten, ja, die kann ich damit auflösen. Und behindern auch manchmal an Karrieren oder an Erfolg. Ja, aber natürlich, ja klar. Ja. Was viele nicht wissen, bei Stress zum Beispiel, Stress ist nichts anderes als Angst, dass die Leute nicht in der Lage sind, die Ängste, die dahinter sind, aufzulösen. Ja. Steigerung ist dann Burnout, ja. Aber damit schlagen wir uns alle im Alltag rum. Und das sind oftmals die Gründe, warum Leute in Therapie gehen. Weil sie nicht in der Lage sind, ihre negativen Gefühle aufzulösen. Da ist jemand gestorben, ja, wo sie noch mit einer Trauer rumrennen oder sie haben massiv Ängste im Job. Ja. Und sie kriegen die nicht aufgelöst. Was glaubst du, warum wir so viele Abermillionen Dosierungen an angstlindernden Medikamenten in der Bundesrepublik haben? Ja, ja? Das ist der Wahnsinn. Ne? Man glaubt es klar, wenn man es sagen würde. Ich glaube, du hast immer eine Zahl gesagt, dass es 19 Millionen Verschreibungen jährlich, das heißt, das sind noch nicht mal die Tagesdosierung, nur die Verschreibung von angstlindernden Medikamenten im Bereich eben Angststörung und Depression. Wahnsinn. Das ist gigantisch, ja. Ja? Also was das auch für ein Markt ist. Ja. Und im Endeffekt können wir sagen, wir alle leiden immer unter diesen Ängsten. Die helfen ja nicht wirklich, sie unterdrücken quasi, dass du es merkst, aber die Ursache oder dass du da wirklich das loswirst, das ist ja auch nicht. Wird nicht behoben. Die Leute deckeln letztlich nur die Symptomatik, haben logischerweise dann Nebenwirkungen, aber im Endeffekt bringt es null, gar nichts. Manchmal sogar noch das Gegenteil, die Medikamente produzieren oftmals dann noch genau das, wogegen sie eigentlich sind und dann ist der Teufelskreis natürlich perfekt. Und dann kommt das nächste Medikament, das hat wieder die eigenen... Und dann hast du Wechselwirkung und so weiter. Ja. So. Insofern, das wollte ich nochmal vorher sagen, also wir können sozusagen mit dem Klopfen nicht nur Ängste auflösen, weil viele denken immer, ja nur Ängste, ja gut, habe ich nicht, sondern eben alle negativen Gefühle. Du hast hier sogar ein Buch, das heißt 100 Situationen, in denen sie klopfen sollten. Genau. Das heißt, es gibt also eine ganze Menge... Oh ja. Im Alltag auch, was wir uns vielleicht gar nicht bewusst machen, weil wir es gewohnt sind, dass wir Angst haben, jetzt weiß ich, vorm Fliegen oder vorm Schwimmbad, keine Ahnung, Oder es gibt ja tausend Möglichkeiten. Oder auch allein der ganze Bereich Ärger, Wut, Hass, wie oft rennen wir mit Ärger, Wut, Hass-Themen rum oder Trauerthemen, wo wir nicht in der Lage sind, die Trauer aufzulösen und sagen, na gut, die Zeit heilt Wunden. Nee, tut sie eben nicht. Ja. Die Wunde ist nach wie vor da, aber sie tut dann vielleicht mal nicht mehr so weh, aber wenn ich dann irgendwann wieder daran erinnert werde, bin ich sofort wieder traurig. Wieder um. Genau. So, und jetzt haben wir eben eine sehr, sehr einfache Technik, die jeder anwenden kann. Ich brauche keine Steckdose, ich brauche kein Rezept, ich brauche keine Erlaubnis. Das Einzige, was ich brauche, sind ein oder zwei Finger. Der rechten oder linken Hand. So. Und jetzt gibt es im Wesentlichen, das sind die Punkte, die wir hier in diesen Büchern auch eben neuerdings eben auch beschrieben haben. Es gibt insgesamt 6 Hauptpunkte, die sehr wichtig sind, wobei es einen einzigen Punkt jetzt gibt, den ich jetzt den Zuschauern auch zeigen möchte, der extrem wirksam ist und mit dem ich zum Beispiel mit meinen Patienten fast nur noch arbeite. Mhm. Nämlich ist das ein Punkt, der hier unterhalb des Schlüsselbeingelenks liegt. Und zwar ist das jetzt hier Mikrofon, mit dem Mikro, okay, so da ungefähr. Ja. Genau, etwas höher, genau. Unterhalb des Schlüsselbeingelenks gibt es hier so eine Kuhle. Mhm. Und zwar endet hier der Nierenmeridian.
Der Punkt nennt sich Niere 27, also der letzte Punkt auf dem Nierenmeridian. Ja. Und diese beiden Punkte, die werden jetzt praktisch parallel mit Daumen oder Zeigefinger oder Daumen und Mittelfinger, werden die sozusagen beklopft. Und zwar so, dass man nicht zu stark, sondern so leicht, also ich muss jetzt aufpassen mit dem Mikro, aber so ungefähr werden die dann beklopft. Ja. Und jetzt kommt das Besondere, ich muss dann mich jetzt konzentrieren auf die Angst beispielsweise, wenn ich die auflösen will. Also wenn jetzt ein Zuschauer zum Beispiel sagt, er hat Angst vom Fliegen oder Angst vor der Zukunft, viele rennen zum Beispiel rum mit Angst, Existenzängste. Ja. Die meisten haben Existenzängste. Ja. Es ist der Renner in der Praxis. Ja. Also fange ich an, okay, meine Existenzängste. Das heißt, der Zuschauer sagt jetzt für sich zu Hause, sagt, okay, meine Existenzängste und klopft diese Punkte. Nur diese beiden Punkte. Mhm. Konzentriert sich also auf die Angst. Ja. Viele sagen jetzt natürlich, und das, um das vorweg zu sagen, viele sagen jetzt, oh Gott, jetzt klopfe ich mir die Angst ja richtig rein. Eben nicht. Der Punkt ist, die meisten rennen rum den ganzen Tag und sagen sich innerlich ihre Ängste. Ja. Der Punkt ist nur, sie klopfen nicht. Ja. Wenn ich jetzt das im Kontext Klopfen tue und sage, meine Angst vor der Zukunft, meine Existenzängste, in dem Kontext, wenn ich jetzt ausspreche das Klopfen, den Satz, dann löst sich die Angst sofort auf, die Blockade löst sich und sie kommt nie wieder. Wer das jetzt am Bildschirm sozusagen selber macht, kann das ja sofort überprüfen, einfach die beiden Punkte klopfen und zwar so lange, bis die Angst aufgelöst ist. Das kann eine Minute dauern, zwei Minuten, fünf Minuten, manchmal zehn Minuten, kann auch mal eine Viertelstunde sein. Und irgendwann merke ich, einen tiefen Durchatmer möglicherweise, so ein Seufzer und dann weiß ich, okay, das war's, Angst gelöst. Ja. So. Die kommt nie wieder und wenn, dann vielleicht nur noch in abgeschwächter Form, dann klopfe ich halt nochmal nach und dann ist gut. Und das andere, was du vorhin gezeigt hast, sind diese Punkte hier, da. Genau. Kannst du die nochmal durchgehen, die weil das mal. Ja genau. Auch mächtig ist. Ne? Genau, die sind ja auch im Buch beschrieben. Also wir haben Anfang der Augenbrauen, da haben wir zum Beispiel den Blasenmeridian, dann haben wir hier den Gallenblasenmeridian, hier unterm Auge auf dem Jochbeinrand haben wir dann den Magenmeridian. Hier unter der Nase, der nennt sich Lenkergefäß oder auch Gouverneursgefäß. Und unterhalb der Unterlippe in diesem Grübchen haben wir dann das Konzeptionsgefäß, jetzt nur für die, die das interessiert, und hier eben den Nierenmeridian. Mehr Punkte. Kann man auch kombinieren, also die beiden. Man kann die auch kombinieren, Gesicht also man kann dann nach Gefühl gehen. Ich habe sie jetzt auf einer Seite gezeigt, es geht aber auch auf der anderen Seite. Ja. Wenn man jetzt Linkshänder ist, kann man auch da klopfen. Die sind eh mittig und hier klopfen wir beide parallel. Ja. So. Ich sag mal so, der Notfallpunkt, wenn man jetzt irgendwas hat, man ist gestresst oder man hat wirklich eine ganz akute Angst gerade, sage ich sofort auf diese beiden Punkte gehen, so klopfen sofort und zack, merke ich, Angst fährt runter, Trauer geht runter, Stress geht runter, Anspannung geht runter, Erschöpfung geht runter und. So, also das kann jeder sofort ausprobieren, funktioniert immer, es gibt keine Nebenwirkungen, es kann also nur besser werden, das ist ja das Tolle. Ja. Kinder können klopfen. Ich kenne inzwischen Vierjährige, die damit arbeiten und klopfen, ihre Aua, meine Schmerzen oder was auch immer. Und ich kann es überall und jeder Lebenssituation kann ich es anwenden. Jetzt hättest du ja eigentlich dadurch, dass wir es schon gezeigt haben, dir deine Kunden oder deine Patienten weggenommen. Aber es ist natürlich nicht immer so einfach. Korrekt. Flugangst kann eben auch sehr komplexer sein. Das heißt, es kann viele Facetten haben und du hast eben die Erfahrung, dass du dann jetzt, gucken wir mal genauer, was ist jetzt wirklich die Facette dieser Flugangst oder was ist das vom Zahnarzt, ist das Korrekt. Die Spritze, ist das der Bohrer, Korrekt. Ist das der weiße Kittel oder Korrekt. Ist das die Krankenschwester oder was auch immer. Das heißt, genau. Das kann viele Facetten haben und da kommt dann deine Erfahrung als Therapeut auch mit rein, Korrekt, genau. Die dich dann auch noch nötig macht. Also man kann zwar viel alleine machen, aber wer sagt, ich habe es probiert, aber ich komme da nicht weiter, genau. Der kann sich dann an dich wenden. Genau. Du hast auf Mallorca ein Zentrum oder eine Akademie, auch du machst genau. Ausbildung da? Ausbildung, klar, ich bilde Therapeuten seit Jahren aus in dieser MET-Technik, MET-Klopftherapie nennen wir das ja jetzt. Und wir haben an die 600, 700 Therapeuten inzwischen und Coaches ausgebildet. Aber man kann natürlich auch bei uns auf Mallorca im Ressort, wir haben dort 10 Wohneinheiten dann auch sich behandeln lassen. Wir haben uns dort natürlich auf die Behandlung von Menschen spezialisiert, die jetzt zum Beispiel traumatisiert sind, also Traumatherapie. Wir haben da eine spezielle Traumatechnik entwickelt, womit wir in der Lage sind, schwerste Traumata in sagen wir mal, 3-4 Stunden aufzulösen. Oder eben Patienten mit Burnout kommen dort natürlich hin, weil auch das geht nicht jetzt in einer Stunde, weil da ist, wie du schon sagtest, oftmals eine Thematik dahinter, die dann entsprechend auch nochmal bearbeitet, beklopft werden muss.
Ja, und vor sich oder, auch über die Jahre viel angesammelt korrekt, hat und dann eine Schiene genau, sozusagen genau. ist. Ne? Also unsere Erfahrung ist einfach die, dass natürlich 70% der Themen können selber aufgelöst werden, aber mhm. es gibt eben auch 30%. Beispiel, ich nehme mal so ein Beispiel, so eine Flugangst oder eine Zahnarztphobie kann natürlich, wenn sie aufgelöst ist, eine andere Traumatisierung zum Vorschein kommen lassen. Ja. Beispielsweise jemand hat eine Zahnarztphobie, die ist dann aufgelöst nach ein paar Minuten, mit einmal kommt die Erinnerung hoch, er ist mal irgendwie vergewaltigt worden oder was auch immer. Und da, deswegen ist es manchmal wichtig, einen Therapeuten zu haben, um ja. genau dann die auftauchenden Traumatisierungen, ja. auch bei einer Flugangst kann das sein, dass jemand mal einen Fastflugzeugabsturz hatte, ja. diese Traumatisierung, die kann er selber nicht auflösen. Dafür gibt es eine spezielle Technik, die wir entwickelt haben, die ich natürlich jetzt hier nicht zeigen kann, aber die, die wir mhm. ausbilden mhm. und womit wir in der Lage sind, eben sehr schnell diese Traumatisierung eben aufzulösen. Jetzt wäre ja die Frage, wir haben ja darüber gesprochen, dass Ängste so ein weites Thema eigentlich sind in der Gesellschaft, die uns täglich um die Ohren gehauen oh. werden. Also oh, ja. man hat ja, wir haben hier bei Bewusst TV auch schon öfter darüber gesprochen, dass möglicherweise ein Interesse daran besteht, dass das System will, also Menschen, die Angst haben, sind leichter zu kontrollieren. Das ist wie die, wie der Hase vor der Schlange. Der weiß gar nicht, was er macht. Der ja. rennt auch nicht weg, weil er irgendwie hypnotisiert ist. Wir alle sind sozusagen mehr oder weniger in so einem Zustand. Und dann kommt jetzt nochmal Ebola oder Schweinegrippe oder genau, Vogelgrippe ja. oder mhm. die Grippe mhm. im Herbst mhm. sowieso. Und die mhm. Leute lassen sich dann impfen, obwohl das auch nicht das Optimale ist. Hast du den Eindruck, dass gar nicht gewollt ist, dass so eine relativ einfache Technik, die jeder machen kann, um seine Ängste loszuwerden, dass das vielleicht gar nicht gewünscht ist, sonst könnte man das ja viel mehr verbreiten. Also ich weiß das einfach, dass es aus bestimmten Gründen nicht unbedingt gewollt ist, dass das die Masse unbedingt erfährt, weil es einfach so eine geniale Technik ist. Ich weiß es einfach, dass es in, auf Top-Level-Ebene ist das bekannt und die wenden das auch an. Man will natürlich nicht unbedingt, dass sich das verbreitet, weil natürlich mit dem Medikamentenmarkt, weißt du selber, ja. in dem Bereich Angst reduzierende Medikamente ist viel Geld zu verdienen. Ja. Insofern will das nicht unbedingt jeder, dass es verbreitet wird, das ist ganz klar. Deswegen wird es niemals eine Kasse geben, die diese Therapieform bezahlen wird, mhm. das ist ganz klar. Also die Mainstream-richtigen Verfahren, die werden nach wie vor vorgeschoben, sei es Analyse, Verhaltenstherapie oder Konfrontationstherapie. Kein Mensch ist daran interessiert, dass die Leute wirklich ihre Ängste auflösen, das ist meine Erfahrung. Mhm. Ich habe viel versucht, meine Fortbildung im Bereich Psychotherapeutenkammern unterzubringen. Das wird ferngehalten ohne Ende. Die Unis weigern sich teilweise, Diplomarbeiten anzunehmen. Es wird mhm. wenig geforscht. Also es fängt erst so langsam an. Weil, und das muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, die Lehrbücher müssten in der Tat neu geschrieben werden. Ja. Wenn das weiter beforscht wird, und es ist im amerikanischen Sprachraum, ist das schon weit viel mehr beforscht. Da existieren diese Techniken schon seit über 30 Jahren. Mhm. Wir fangen ja hier erst langsam an, das zuzulassen. Als ich vor 13 Jahren damit anfing hier in Deutschland, gab es ja gar nichts. Ich war ja der Erste, mhm. der damit anfing, mit diesen ja. Klopftechniken. Ich bin ja von meinen Kollegen verlacht worden, verspottet worden. Klopfen, haha, davon bist Ängste ja bekloppt, auch. Bist ja, genau, bist bekloppt. Ja. Ja. Inzwischen fangen die an, Ärzte, Psychologen in dem Bereich sich Fortbildung zu holen. Ja. Aber im Endeffekt ist nicht, hat keiner Interesse daran. Um ein kleines Beispiel zu bringen, ich habe einen Verhaltenstherapeut bei mir in der Ausbildung gehabt, der sagte zu mir, ist ja schön und gut, weißt du, nur die Krankenkasse bezahlt mir 30 Stunden für eine Phobiebehandlung. Ja. Da wäre ich doch bescheuert, wenn du mir jetzt eine Technik zeigst, wo ich meinem Patienten in einer Stunde diese Phobie auflöse. Ja. Da ja. sagt er, geht's ja. noch? Ja, aber ist ja, ja, das ist eine Denke, aber die hast du hast genug Patienten, weil es einfach eben erfolgreich ist und klar. sich dann rumspricht. Ist doch klar, ich kann mir auf Mallorca nicht leisten, dass jemand nicht nach einer Stunde einen Effekt von dieser Therapie hat. Ja. Insofern, das spricht sich einfach rum und die Leute kommen zu mir, weil sie eben Schiss haben. Ich habe inzwischen auch diverse Prominente gehabt, die sozusagen Ängste hatten und ja. denen ich da auch helfen konnte. Und wenn es nicht funktionieren würde, muss man ganz klar sagen, würden sich auch diese Techniken weltweit nicht so verbreiten. Ich glaube, unsere Bücher sind jetzt fast 500.000 Mal verkauft worden. Wir sind in 5 Sprachen übersetzt, was ja nochmal zeigt, dass diese Techniken funktionieren. Das ist ja nicht irgendwie ein Hokuspokus, sondern das ist wissenschaftlich nachweisbar. Ja, ja? Also ja. das muss man immer wieder sagen. Und um nochmal zu zeigen, wie vielfältig der Bereich ist, du hast eben im Buch Klopfen Sie sich reich, also auch das, was uns davon abhält, vielleicht erfolgreich Correct. Oder auch eben finanziell reich, das ist das Problem, weil viele gerade in einem spirituellen Bereich, die ja. sagen zwar alle, ja, ist alles Licht und Liebe, aber es hapert dann an der Correct, ja. monetären, das heißt, das kann man damit auch?
Ja, das, ich denke, da sollte man wirklich was zu sagen, sonst ist das ein bisschen merkwürdig. Der Titel Klopfen sich reich ist natürlich sehr provokativ, in Anlehnung an unser erstes Buch, das hieß ja Klopf dich frei, was übrigens jetzt auch auf Chinesisch erschienen ist, auf dem chinesischen Markt. Und ich habe dann diesen Titel deswegen natürlich auch gewählt. Und es ist ja so, gerade bei dem Thema Geld, es geht ja ganz viel auch um Glaubenssätze. Wir sind voll von Glaubenssätzen und Überzeugungen. Ja. Und mein Verhältnis zu Geld, zu Reichtum, zu Armut wird bestimmt durch meine Glaubenssätze, durch meine Überzeugungen, die ich dazu habe. Ja. Beispiel, wenn ich damit rumrenne, Geld verdirbt den Charakter oder Gott liebt die Armen oder Geld ist nicht spirituell. Ja. Wenn ich den Satz habe, diese Überzeugung ganz tief drin habe, werde ich logischerweise kein Geld haben. Hm. Weil A, ich will nicht unspirituell sein, B, ich will kein charakterlose Geselle sein. Ja. Und außerdem hat meine Mutter eh schon gesagt, wer Geld hat, weiß man nicht, wie der dazu gekommen ist. Korrekt, genau. Die haben das alles nur mit Drogenhandel und Waffenschieberei gemacht. Genau. So, und wenn ich mein Verhältnis zu Geld wirklich verändern will, dann muss ich erstmal anfangen und meine Glaubenssätze dazu verändern und sagen, okay, dann klopfe ich mal den Glaubenssatz. Und das ist das Tolle, wir können eben jetzt mit dem Klopfen auch Glaubenssätze auflösen. Dann klopfe ich einfach, okay. Geld verdirbt den Charakter, Geld verdirbt den Charakter, Geld verdirbt den Charakter. Das heißt, ich klopfe diesen Glaubenssatz, und jetzt passiert das Gigantische. Der Glaubenssatz löst sich auf. Wäre das ist ja eigentlich paradox, Ist total paradox. Das irritiert ja die meisten. Hast du nicht mal ausprobiert, wahrscheinlich ausprobiert, das Umgekehrte, ich glaube jetzt nicht mehr, dass Geld den Charakter verdirbt, aber es wirkt so. Es wirkt so, das muss man klar sagen. Und zwar, man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man sagt, der Satz ist ja negativ. Ja, cool, okay, natürlich ist er negativ. Nur, wir setzen bei dem Klopfen so an, dass wir sagen, wir beklopfen das, was gerade ist, was ich gerade glaube. Ja. Entweder geht es darum, ich habe gerade eine Angst, dann sage ich meine Angst, oder wenn ich einen Glaubenssatz habe, sage ich, okay, mein Glaubenssatz, den spreche ich aus. Ja. Und es scheint jetzt so zu sein, das ist meine Beobachtung, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber durch das Klopfen fliegt alles das aus meinem System raus, was nicht meiner Wahrheit entspricht. Mhm. Bedeutet, dieser Glaubenssatz ist nicht meine persönliche Wahrheit, die habe ich irgendwo übernommen. Ja. Den habe ich von meinen Eltern übernommen, die haben mir das irgendwie in irgendwelchen Botschaften rübergeschickt in der Kindheit, weil die Eltern so gelebt haben. Die haben über Arme und Reiche gesprochen, das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Ja. So, insofern, durch das Klopfen fliegt alles raus aus meinem Energiesystem, was nicht zu mir gehört. Also das erinnert mich, ich habe es ja gesagt, als wenn man etwas gängig macht, so im mechanischen Bereich, du hast eine rostige Schraube und du klopfst da jetzt drauf und sagst, die Schraube klemmt, aber dadurch, durch das Klopfen wird sie löst sich der Rost und irgendwann kriegst du sie an. Genau, wir benennen nur das, was ist, und durch das Klopfen, wie gesagt, löst es sich dann eben auf. Wir haben jetzt Klopfen Sie sich reich, du hast 4 Bücher mitgebracht, du hast aber noch mehr. Ja. Klopfen Sie sich glücklich, ist im Prinzip auch ähnlich. Du hast einen Glaubenssatz, glücklich ist man nur, wenn man viel Geld hat oder wenn man sonst was, ne? Oder glücklich sind nur die schönen, erfolgreichen. Also der Titel glücklich, ich finde, man kann nicht glücklich sein oder man kann nicht glücklich werden, wenn ich voll von negativen Gefühlen bin. Und hier haben wir einfach mal gezeigt, zu gucken im Alltag, wo bin ich belastet von negativen Gefühlen, die letztlich mich daran hindern, in einem Gefühl von Glück zu sein. Ja. Wie soll ich glücklich sein, wenn ich voll von Ängsten bin? Wie soll ich glücklich sein, wenn ich Trauer noch mit mir rumschleppe, weil mein Vater vor 3 Jahren gestorben ist oder mein Hund letzte Woche gestorben ist? Wie soll ich da glücklich sein? Und da zeigen wir eben, okay, dieses Klopfen dient dazu, deswegen klopfen Sie sich glücklich, dient dazu, wirklich die negativen Gefühle aufzulösen, die negativen Glaubenssätze und. Und dann komme ich automatisch in ein Gefühl von Glück. Und das Glück kommt nicht, durch Geld. Ja. Das heißt das nicht. Ja. Nur weil ich jetzt reich bin, bin ich nicht glücklich. Nee, aber das ist vielleicht ein Glaubenssatz, den Leute haben. Ne? Korrekt. Die denken, wenn ich Geld habe, bin ich glücklich. So. Nee, sorry. Ja. Ganz im Gegenteil. Wenn die Leute, die viel Geld haben, die leiden genauso unter sehr, sehr vielen Ängsten und sind überhaupt nicht glücklich, weil sie sich jetzt um das ganze viele Geld kümmern müssen oder Angst davor haben, dass es ihnen weggenommen wird. Also es wird sozusagen eine Blockade, eine Energieblockade, die in den Meridianen ist. Die überträgt sich sozusagen auch. Wir wissen ja, dass alles miteinander in Verbindung steht, überträgt sich sozusagen aufs ganze Leben und kann eben Glück verhindern, Geldfluss verhindern. Aber man sieht, wie vielfältig das ist. Das heißt, wir können an ganz viele Dinge rangehen, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass wir das jetzt wegklopfen könnten. So, und jetzt kommt noch was dazu, Joe. Jetzt kommen wir noch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wir haben ja jetzt nur den emotionalen Bereich gehabt oder den mentalen Bereich. Ja. Aber was jetzt noch dazu kommt, ist der körperliche Bereich. Und das ist zum Beispiel hier Situation Nummer 1. Wir können körperliche Symptome auflösen, nämlich zum Beispiel A wie Allergien. Ich kann mit dieser Technik
sämtliche Allergien auflösen. Ich kann da schon nicht mehr erzählen, wie viele Dutzende von Allergien ich damit beklopft habe. Okay. Und deswegen haben wir es als allererstes drin. Es ist immer faszinierend, wenn Leute in meinen Kursen plötzlich ihre Erdbeerallergie oder Apfelallergie oder Katzenhaarallergie, was auch immer, beklopfen und nach Minuten sagen die, nö, jetzt möchte ich gerne mal einen Apfel essen. Und es ist weg. Das heißt, es geht eben nicht nur auf den emotionalen Bereich, sondern ich kann auch körperliche Dinge beklopfen. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Allergie, Asthma, Migräne, alles das. Ich kann da also wirklich hunderte von Beispielen bringen. Bedeutet auch hier, hast du den Hintergrund, jede Symptomatik ist nichts anderes als das Ergebnis einer energetischen Blockade im Energiesystem. Und ich muss jetzt nicht wissen, woher die Katzenallergie kommt. Nee. Sondern ich sage einfach, meine Allergie gegen Katzen. Korrekt. Ja. Wobei wir natürlich jetzt etwas genauer noch die Sätze vorgeben. Jetzt bei Allergiesituation 1 ist das, glaube ich, mit Allergie geben wir natürlich jetzt auch noch vor, zum Beispiel auch die Glaubenssätze, die jemand hat in Bezug auf meinetwegen jetzt Äpfel oder was auch immer. Ja. Und ganz wichtig, die Gefühle dazu. Die Leute haben ja Gefühle zu ihren Symptomen. Ja. Die haben zum Beispiel einen tierischen Ärger, dass sie diese Allergie haben. Seit Jahren habe ich diese Allergie. So, also muss ich als erstes zum Beispiel, das geben wir davor, muss ich als erstes zum Beispiel jetzt den Ärger auflösen. Meine Trauer, mein Ärger, weil ich diese Allergie habe. Das sagst du und klopfst gleichzeitig. Genau, jetzt klopfe ich erstmal meine Gefühle zu dieser Allergie. Mein Ärger, dass ich diese scheiß Allergie habe. Mein Ärger. Nee, jetzt merke ich, okay, meine Trauer, dass ich das schon so lange habe. Meine Trauer. Also erstmal alle Gefühle dazu. Oftmals natürlich auch Resignation. Mhm. Und wenn diese Emotionen aufgelöst sind, habe ich in der Regel schon eine massive Verbesserung in Minuten schon. So, und dann klopfe ich nur noch die Symptome ein bisschen nach, mein Brennen, mein Jucken in den Augen und so weiter, klopft das. Und dann plötzlich sagen die, nö, Allergie. Und funktioniert. Ich habe schon so viele Rückmeldungen von Lesern, von Seminarteilnehmern, die mir gesagt haben, ey, ich habe ja wirklich gedacht, das ist der totale Quatsch. Ja. Aber ich habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Ich habe allein schon 2-3 Mails von Frauen, die mir gesagt haben, das hat ihnen das Leben gerettet bei einer Bienen- und Wespenallergie. Die haben sofort geklopft, hat ihnen das Leben gerettet. Die werden sonst so schlimm. Die würden sofort diesen allergischen Schock kriegen. Ja. Und die haben gesagt, die haben in dem Moment sofort den Notfallpunkt, also diese Niere 27 geklopft. Keine Reaktion wie sonst. Hammer. Und es ist nie wiedergekommen. Tolle Sache. Also ich glaube, das ist wirklich ein Geheimtipp, den wir hier in dieser Sendung haben, weil es wäre gut für alle, aber es wird unterdrückt, weil man eben wenig mit verdienen kann. Du verdienst natürlich auch noch ein bisschen was. Na, die Leute können zu dir kommen, du machst auch kannst auch über Skype oder übers Web Webinare machen. Also ich arbeite bei meinem Patienten hauptsächlich zu 90% über Skype, weil ich natürlich... weil ich nicht immer in Deutschland bin, also die können mich natürlich auf Mallorca erreichen. Ich mache die Webinare, ich mache natürlich auch Live-Seminare in Deutschland, klar. Mhm. Wir haben inzwischen, glaube ich, 15.000 Seminarteilnehmer gehabt, denen wir die Technik vermittelt haben. Insofern macht mich das auch sehr glücklich, dass sich das auch verbreitet. Ja. Interessanterweise viel mehr bei den Laien als bei den Therapeuten, die da also extreme Berührungsängste haben. Ja, die sagen, ich mache lieber 20, 30 Stunden Verhaltenstherapie als eine Stunde klopfen. Insofern ist das natürlich eine positive Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Aber wer gerne sozusagen behandelt werden möchte, kann das natürlich auch nicht nur bei mir, sondern wir haben inzwischen auch ein paar 100 Therapeuten ausgebildet bei mir auf der Homepage. Auch also gibt überall in Deutschland. Gibt es eine extra Seite, wo dann ein Link zu den Therapeuten ist, die wir ausgebildet haben. Und da kann man dann gucken, wer ist da in meiner Nähe, zu wem kann ich da mal gehen. Die Seite ist einfach klopfen.de oder klopfen.de. Ja, einfacher geht's nicht, also wirklich auf den Punkt geklopft. Und dann gibt's noch, was ich schön fand im Vorgespräch, dass es eine App gibt, für jeden Depp gibt's eine App, aber es gibt eine tatsächlich, dass du im Flugzeug sagst, oh, jetzt kommt die Flugangst hoch, korrekt. Du machst die App an, guckst Flugangst, dann kommen diese Unterarten der Flugangst. Angst vor Turbulenzen, Angst vor Terroranschlägen oder was? Ja. Oder meine Todesangst, was auch immer. Ja. Dann kann ich sozusagen, inzwischen ist es ja erlaubt, kann ich mein iPad aufmachen, kann sozusagen anhand dieses Apps meine Angst sofort live beklopfen. Und es funktioniert, das ist immer das Geniale. Also ich kriege ja so gigantische Rückmeldungen weltweit von Leuten, die klopfen. Und man muss natürlich dazu sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der weltweit klopft. Es gibt viele, viele energetische Verfahren mit unterschiedlichen Ansätzen. Meine ist halt sehr psychologisch orientiert und eher von der Gestalttherapie kommt. Aber weltweit wird geklopft inzwischen. Man muss sich da nur mal ein bisschen schlau machen.
Aber ich glaube, es ist auch gut, dass du diese Erfahrung hast durch deinen Hergang, dass du eben auch wirklich weißt, was es alles an komplexen Zusammenhängen gibt, dass eben hinter der Flugangst eben was ganz anderes liegen kann. Das heißt, also es hat schon auch einen Wert, wenn man nicht weiterkommt, zu sagen, man geht jetzt zu dir oder zu einem, der das gelernt hat, der die Erfahrung hat. Das heißt, du bist nicht arbeitslos, nur weil jetzt die Leute die Sendung singen. Nein, ich kann das alleine machen. Aber du bist auch nicht böse, wenn die Leute nicht das Buch kaufen, sondern die machen einfach mit der Sendung jetzt ihre eigenen Dinger. Du bist froh, es gibt genug. Bedarf ist gigantisch. Joe, um das so deutlich zu sagen, wir haben, ich weiß nicht, 7 Milliarden Menschen. Und im Endeffekt ist jeder von uns ein potenzieller Kunde, weil wir alle haben Ängste. Ja. Jeder hat negative Gefühle. Also wer sagt als Therapeut auch, ich behandle lieber 20, 30 Stunden und kommt, dass der wiederkommt, ist doch Quatsch. Es gibt genug Leute. Ja. Auch wenn er die Leute in einer Stunde behandelt oder einer halben Stunde, dann wird er den Laden trotzdem voll haben. Ne? Aber hallo, genau. Und ich kann mich wirklich über Zulauf nicht beschweren und die Therapeuten, die damit eben auch so arbeiten, sagen das auch. Also es gibt genug zu tun, sage ich jetzt mal. Okay. Finde ich spannend. Ich denke, wir haben das wirklich deutlich gezeigt. Man kann sich einlesen, man kann auf deiner Seite eben auch viel finden, auf Videos, auch eben ganz vieles machen, ohne dass man jetzt was bezahlen muss. Aber wenn man es vertiefen will, die Ausbildung machen. Und es wäre ja auch für Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich weiß nicht, was ich beruflich machen soll, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach das. Denn der Bedarf ist da. Machen viele. Also ich bilde natürlich viele Heilpraktiker für Psychotherapie aus oder HPs. Also das ist ein Riesenbedarf. Noch aufgreifend jetzt dein Hinweis auf die Webseite. Dort habe ich zwei kostenlose Videos und zwar zum Auflösen von Stress und Ängsten. Man braucht dort nur seine E-Mail-Eintragung, dann kriegt man Zugang zu diesen beiden Videos. Da zeige ich das nochmal detaillierter. Wie löse ich einen Stress auf und wie löse ich eine Angst dann letztlich nochmal auf? Da kann man sich das auch nochmal kostenlos angucken. Ich finde das sehr spannend. Rainer Franke, MET-Technik, sollte man sich merken. Wie gesagt, wirklich ein Geheimtipp, dass ganz viele Probleme lösen könnte, die fast alle irgendwie haben. Wir alle kennen Ängste, Sorgen, Nöte und können die eben mit ganz einfacher Methode wegkriegen. Ist scheinbar nicht gewünscht, aber wir bei BewusstTV verbreiten es trotzdem. Also vielen Dank, Rainer Franke. Ja, gerne.